Heute zu Gast im Krone News um eine richtige österreichische Sportlegende, Hans Kari, Tennispionier, ehemaliger Nummer 54 der Welt, Vorreiter von Thomas Muster, Turniersieger in Lagos. Das ist nichts Falsches gesagt. Hans, bei uns draußen siehst du im Schnee in Wien und in Australien mit Tennis gespielt. Heute danach geht die neue Saison los mit Dominik Thiem. Was traust du ihm zu? Ja, zuerst bin ich ein bisschen neidisch, weil wir waren lieber in Australien, weil ich traue den Thomas. Zeiten sind vorbei. Du warst aber, er war der einzige Österreicher, der erste, der Australien Mal in Australien war. 1969 war in Australien erst in Open. Und das war damals noch auf Rasen. Ja. Und jetzt, wie wir wissen, ist er auf. Wie lange war es denn Bewerb? Ja, zweite Runde. Es war nicht so schlecht. Also bei fast alle Grand Slam habe ich eine Runde überstanden. Das war nicht so schlecht damals. Aber wie gesagt, wenn wir zurückkommen auf Dominik Thiem, ich habe ihn verfolgt. Er hat letztes Jahr super gespielt. Er tritt jetzt an. Nicht keine Verletzungen. Ich traue ihm sehr viel zu. Jetzt ist zwar die Vorbereitung, das erste Turnier, weiß man natürlich nie, wo wie der Gegner, wie die anderen Gegner sind, aber er hat meiner Meinung nach, er muss das Selbstvertrauen, was er letztes Jahr, wenn er das heuer mitnimmt, traue ihm sehr viel zu. Du, er ist die Nummer 20 der Welt, ist 22 Jahre jung und sein Weg, sagen viele, geht in die Top 10. Teilst du das? Es ist so schwer, ich meine, wie gesagt, erstens einmal Gesundheit, das ist das Wichtigste. Aber lassen wir das weg. Er hat das Potenzial, dass er wirklich unter die ersten, also ich würde sagen, 10, 15 ist möglich. Weil er kann fast alle Schläge. Es ist natürlich, einige Sachen sind noch zum Verbessern. Vielleicht der erste Aufschlag muss vielleicht noch mehr kommen. Meiner Meinung nach, der zweite ist super. Das Taktische ist super. Also es muss ein bisschen Glück dabei sein, aber ich traue ihm zu, auf jeden Fall die ersten 15. Du hast ja auch erlebt, die große Tennis-Euphorie mit Muster nach deiner Karriere, nach dem Feige Petersener Karriere. Glaubst du, kommt irgendwann wieder mal so eine Phase in Österreich, wo wirklich wieder 15.000 Leute zum Tennismatch kommen, wie damals gegen die USA, 20.000 sogar im Praterstadion? Ja, ich meine, das war natürlich schon einmalig, weil, aber wie gesagt, damals da musste allein keine Wien, aber es war auch der Horst Skov und Schaller und Anton, das war natürlich ein gutes Team. Natürlich, wenn der Dominik Thiem unter die ersten 10, 15 kommt und die zweiten, auch der Hiram Maurer, die haben ja ein ganz gutes Doppel, weil wenn der sich auch noch steigert mit ihm zusammen, kann man vorstellen, dass auch wieder mal, dass man wieder in Österreich wieder mal Tennis wieder mal von der, dass man in der Weltgruppe und auch weit kommen. Sehe auch Belgien ist im Finale kommen. Warum kann das nicht Österreich schaffen? Natürlich mit der Ausbildungsglück, da gehört auch dazu. Aber es ist möglich. Roger Federer spielt neue Saison, ist 34, will Olympiagold haben in Rio. Ist es auch für dich einer der größten, die es im Tennis geben oder überhaupt der größte? Oder wer war dein Liebling? Du hast ja auch gespielt gegen Legenden, du hast den Lendl geschlagen, du hast den Nastase geschlagen, du hast den Stan Smith geschlagen. Naja, es ist immer schwieriges Wort. Von der Zeit, der Roger Federer ist wirklich einer der größten, weil er ist ein Allrounder, hat am meisten gewonnen, die Grand Slam. Ich meine, Djokovic ist jetzt unschlagbar momentan, aber wie gesagt, in meiner Zeit war der Rod Laver, der hat alles gewonnen, ist auch ein Fan von Roger Federer und von Djokovic, die ziehen den Hut von ihm, obwohl sie ihn nie gesehen, Tennis spielen haben gesehen, aber er hat schon erst athletisch gespielt, aber Roger Federer hat sich wirklich, natürlich 34 Jahre, da sieht man mal, was das für einen Stellenwert hat, die Olympischen Spiele. Und Tennis hat jetzt wirklich auch einen Stellenwert, weil früher hat man gesagt, wie sie angefangen, naja, Tennis passt nicht hinein in Olympiade, aber man sieht auch, Djokovic bereitet sich auch mehrere vor, er will auch unbedingt Olympiasieger werden, aber ich traue dem Federer auf jeden Fall, ist die zwei. Einer von den zwei kann es gewinnen. Wie du damals gespielt hast, war es überhaupt kein Thema Olympia, oder? Als Tennisspieler. Nein, in meiner Zeit, ich habe aufgehört und dann ist Olympia. Ich hätte mir den Liersen gefreut, weil Olympia bei sein, ich meine, dass du nicht gewinnst, hat man gewusst, aber wenn du ein, zwei Runden gewinnst, ist natürlich super und vor allem Olympiade. Das gehört dazu, zu einem Sportler gehört der Olympiade dazu und das ist das Höchste und ich hoffe auch, dass der Dominik Thiem, dass er vielleicht, wenn das reinpasst in seinen Kalender, und weil er hat auch Chancen. Also wenn man da, das ist alles möglich auf Best of Three. Es ist wahrscheinlich nicht Best of Five in der Olympiade. Da ist alles möglich und das würde ich in Ordnung, dass er das auch spielt. Ja, dann hoffen wir auf Olympiagold in Rio 2016. Etwas unrealistisch wahrscheinlich. Das war es aus dem Garden Newsroom. Baba, Hansi, sag Servus. Wiederschauen, Servus. Gute Nacht. Gut.